Dank der Information aus der Notunterkunft wissen wir, dass Conley von einem gestrandeten Öltanker an der Manhattan Bridge aus agiert. Die Cleaners verarbeiten dort seit einiger Zeit Öl, vermutlich unter Conleys Aufsicht. Es gibt Hinweise auf eine Schwachstelle in ihrer Absperrung rund um den Komplex an einem Tor im Westen. Klingt, als hätten sie alles, um ihr in den Arsch zu treten. Tja, kicking asses and chewing bubblegum. Ich sag wieder Servus, Grüezi und Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge The Division 2 auf und unserem Special The Warlords of New York, unser Gameplay. So, wir müssen zu Vivien und wir müssen zum Tanker. Und da das ja heute die Silvesterfolge ist, habe ich mir ein bisschen was einfallen lassen. Beziehungsweise, wir lassen uns mal überraschen, ob das Ganze so funktioniert, wie es auch in der Beschreibung steht. Denn ihr seht es schon hier mit dem kleinen Ballönchen hier vorne, die Sniper. Und die soll ja ein besonderes Special haben. Und wir werden mal schauen, ob ich das so hinbekomme. Lassen wir uns überraschen. Ja, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu einer weiteren Folge, dass ihr wieder mit dabei seid. Es ist der 31., wenn ihr diese Folge zu sehen bekommt. Es ist also Silvester und ich darf an der Stelle schon mal recht herzlich euch alles, alles Gute für das neue Jahr wünschen. Kommt gut ins neue Jahr, bleibt gesund und wir sind jetzt schon wieder im Gefecht. Ja, da ist einmal das Krater im Boden, da werden wir außen rumlaufen, immer ein bisschen Wasser mitnehmen, Wasser kann nie schaden. Schwer gepanzerten Feinden bewachter Ort erkannt. Das mag sein, aber da halten wir uns jetzt einfach mal raus und gehen mal direkt zum Tanker. Da müssen wir aber da lang. Denn wenn ich mich recht erinnere, ist das jetzt schon eine längere Geschichte. Und ach, hier müssen wir lang. Und deswegen werden wir da zügig zum Tanker gehen. So, da links oben hätte es SHD. Ich habe da ein bisschen Gerät erkannt. Ich glaube, ich habe da ein bisschen Probleme hier mit diesem Buchstaben. SHD-Technologie war in der letzten Folge doch ein kleines bisschen schwer. Weißt du, ich habe mir was überlegt. Das war nichts Gutes. Wenn Viv uns den Rücken frei hält und den gesamten Raffinerieprozess überarbeitet, wofür brauchen wir dann Joe? Sag sowas nicht. Ich weiß. Er hat das Ganze losgetreten und er kümmert sich um uns. Aber seit Vivien hier ist, macht Joe nicht mehr viel. Was genau bewachen wir überhaupt? Sie ist eigentlich diejenige, die das Schiff steuert. Sie ist gut, ja, aber es steht außer Frage, dass sie Joe unterstellt ist. Wie wir alle. Also halt dein Maul und reihe dich ein. Natürlich. Ich will ihn ja nicht loswerden oder so. Weißt du, Joe wird nicht immer da sein. Er braucht einen Nachfolger. Und wenn du mich fragst, dann ist Conley ganz eindeutig die beste Wahl. Stimmt, ganz klar. Aber kein weiteres schlechtes Wort über Joe. Oder ich schmeiß dich ins Feuer. Schwer gepanzerte Gegner bewachen einen Ort in der Nähe. Gerechtigkeit! Du weißt, dass es nicht anders geht! Und alles durch den Maschendrahtzaun. So, da ist noch einer. Okay. Zum gestrandeten Tanker. Ich mach das schon. Ach du Scheiße! Einen hat's erwischt. Ich würde sagen, zwei hat's erwischt. So, zum Tanker. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir hier jetzt doch nicht ganz die Orientierung verlieren. Na, da sind wir doch schon lange dran vorbeigelaufen. Okay, wusste ich's doch. Da hinten müssen wir hin. Immer diese kleinen Scharmützel dazwischen. So, oh. Dann schauen wir mal. Okay.
Ich dachte, bei einem Headshot würde es ja... Es wird Zeit, sich um Vivian Conley zu kümmern. Hoffentlich bringt uns das näher an diesen Mistkerl Kina ran. Wir wissen, dass die Cleaners regelmäßig Patrouillen über das Westtor der Ölraffinerie rausschicken. Das könnten wir nutzen, um uns Zugang zum Komplex zu verschaffen. Viele Peacekeeper sind tot, weil Kina Conley benutzt. Finden Sie sie und machen Sie was draus. Viel Glück, Agent. Ja, jetzt muss ich doch nochmal schauen. Ich dachte, eigentlich sollte es mit der Waffe einen Special geben. Bei einem Headshot gibt es... So, was ist los? Da, jetzt. Weihnachten ist die perfekte Zeit, alle Glocken zu läuten. Bringe Licht in die Nacht und hol alles aus dem Sack des Weihnachtsmanns, wie auch seine Lieblingsrute. Ah, okay. Kann sein, dass es vielleicht gar nicht mehr geht, weil wir schon nach Weihnachten haben. Wäre aber schade. Okay. Wir probieren es trotzdem noch mal ein bisschen aus. Hätte jetzt gut gepasst. Zu Silvester, wenn es da immer ein kleines Feuerwerk gegeben hätte. So. Ja, da wird da wohl unsere Drohne ran müssen, wenn der Kollege... Ah, okay. Hat sie schon erledigt. Wie gewischen ist denn den Komplex eingedrungen? Es besteht Kontaminierungsgefahr. Nichts darf unsere Operation gefährden. Das Öl ist die Grundlage unserer Geschäfte. Klingt, als hätte Conley viel in dieses Ölgeschäft investiert. Jetzt wissen Sie, welche Knöpfe Sie drücken müssen. Agent, schrotten wir die Anlage. Geflogen. Feinde in der Nähe entdeckt. Sieht aus, als bekämen die Cleaners Verstärkung aus ihrem unterirdischen Tunnelsystem. Finden Sie einen Weg, den Zugang zu den Tunneln zu sperren. Sonst wimmelt es hier von Cleaners. Außerdem kann Conley die Tunnel dann nicht mehr als Fluchtweg nutzen. Ja, dann finden wir mal ganz schnell einen Weg. So. Das müsste doch sein... Irgendwo hier, um den Kran oder sowas ähnliches runterzulassen. War das nicht so? Oder war da nicht irgendwo eine Fernbedienung? Ah ja. Ich schlage vor, Sie sabotieren die Ölproduktion der Cleaners auf jede erdenkliche Weise.
Dann wird Conley sauer und kriecht aus dem Loch, in dem sie sich versteckt. Rhodes, Ihre Denkweise gefällt mir. Sie gefallen mir auch immer mehr. Sollten sich da zwei Freunde finden? Die Division dringt im Komplex weiter vor. Sie nähert sich den Sandbänken. Verteidigt das Öl. Zu viele Leute bauen auf unseren Erfolg. Enttäuscht sie nicht. So, das sind unsere gelben Laken. Das heißt, da müssen wir rüber. Und da steht da schon wieder ein Gegner. Kühlpumpen entdeckt. Egal, was Sie kühlen, es verträgt nicht allzu viel Hitze. Tun Sie alles, um diese Pumpen auszuschalten, Agent. Das wird lustig, glauben Sie mir. Ha, und für solch einen Spaß bin ich doch immer zu haben. Ich brenne. Ist mir das gefallen? Ich brenne ja schon wieder. Jetzt sind da noch mehr Kühlpumpen. Sie wissen, was zu tun ist. Sehen, wie wir sie noch auf die Palme bringen kann. Yep. Ja, ich bin ein kleines bisschen jetzt doch enttäuscht, was hier unsere Sniper angeht. Ich denke, werde wieder zurückwechseln. Ups. Na. So, wo ist denn meine gutste Classics? Die Division macht sich in unserem Komplex breit, stört unsere Produktion und gefährdet unsere wichtigsten Rohstoffe. Feinde in der Nähe entdeckt. So, dann versuchen wir mal wieder eine erhöhte Stellung zu erreichen. Das sollte es dann uns leichter machen. Diese Gelegenheit sollten wir uns nicht entgehen lassen, Agent. Hm. Kühlpumpen. Ja. Waren die nicht hier oben?
da hinten. Okay. Raffineriesystem gestört. Das ist Musik in meinen Ohren. Na? Da. Jetzt. Und da. Ja. Ja, das wird dir ganz und gar nicht gefallen. Feinde in der Nähe entdeckt. Vorsicht! Die Raffinerie stürzt ein und die Teile werden irgendwo runterkommen. Passen Sie bloß auf! Agent braucht Verstärkung. Conley wurde auf dem Tanker gesichtet. Sie ist durch den Riss in der Mitte geflüchtet. Bleiben Sie dran, Sie haben sie fast. Natürlich bleibe ich dran. Conley hat viel Zeit, eine gute Position zu wählen. Lassen Sie sich nicht überrumpeln. Dass mir jeder versucht, meinen Job zu erklären. Wunderbar! Also, dann geht's jetzt langsam in den Tanker. Hier haben wir, ach. Ah ja, da haben wir ja auch schon voll. Okay. So. Ja, Augenblick. Das müssen wir jetzt auch noch erstmal wieder irgendwie aufmachen. Kann das sein? Ach, dann geht's hoch. Okay. Ja, manchmal muss man sich erst wieder erinnern, was hier Sache war. Liegt ja alles schon ein bisschen zurück. Warlords of New York, ich glaube schon auch. Anderthalb, zwei Jahre fast, wenn ich mich richtig erinnere. Und so lange habe ich das auch schon nicht mehr gespielt. Okay. Da müsste jetzt, glaube ich, irgendwo ein Echo kommen. Echo in der Nähe geortet. Echo entdeckt. Jetzt überlege ich gerade, war da nicht irgendwie noch... Ah ja. Genau. Sehr schön, da gibt es mal wieder ein Extra. Naja, Pistole. So. Und jetzt schauen wir uns mal das Echo an. Wer ist der Techniker? Ich nicht. Ich kümmere mich hier um die Fracht. Dann weißt du also, wie man die Tanks leert. Natürlich, das ist mein Job. Ich warte hier alle Schiffssysteme. Gut, die behalten wir. Den Rest brauchen wir nicht. Bringt ihr uns jetzt um? Verschwindet! Ich sagte, verschwindet! Gut. Das zu dem Teil. Ein sympathisches Völkchen. So, kommen wir oder gehen wir jetzt in den Tanker. Fand ich immer eine ganz, ganz lustige Geschichte. Da hilft natürlich die Drohne auf jeden Fall. So, er wird gleich wieder ein Feuerwerk veranstalten. Sehr schön. Die Jungs gefallen mir einfach. Oh, da ist noch einer. Nee, ist keiner mehr. Gut. Ja, Augenblick. Da müssen wir erstmal wieder irgendwo was abdrehen. Oder nicht? Oh. Falsche Richtung. Ja, ich weiß. Ihr wusstet natürlich sofort, wo ich wieder hin muss. Könnt ihr mir ja alles gerne in die Kommentare schreiben. Entdeckt. Das sagt er mir jetzt. Jetzt, wo ich schon weiß, wo es ist.
Und Vivian ausfindig machen. Ja, natürlich, klar. Weshalb sind wir denn sonst hier? Um auf den Bus zu warten? So, Danger. Als kämen Sie der Sache näher, Agent. Bleiben Sie dran. Da sage ich doch immer nur, burn, baby, burn. So, ich glaube, das Geschütz haben wir da oben falsch positioniert. Mir nicht zu nahe. Ups, falsche Waffe. So, das war's für hier. Werden wir uns langsam nach oben kämpfen. So. Elektronisches Gerät erkannt. Und das ist jetzt wieder wo? Das müsste theoretisch oben. Okay. So. Nee, unten. Die Division ist genauso resistent wie das grüne Gift. Sie handelt ohne. Da ist es. Tut nur, worauf sie programmiert ist. Aber wir sind auf Feuer spezialisiert. Und wir werden die Division wie auch das Virus auslöschen und beenden, was Joe Farrell begonnen hat. Die Cleaners haben sie wirklich mitgenommen. Mann. Warum stehen die da nur rum? Vielleicht haben wir ihnen Angst eingejagt. Die sehen nicht aus, als hätten sie Angst vor einer Luftpistole. Sollen wir jemanden runterschicken? Vielleicht redest du mit ihnen. Nein, das tue ich lieber nicht. Hey, einer von denen kommt näher. Ist das ein Division Agent? Was zum Teufel macht er bei den Cleaners? Keine Ahnung, aber find es doch heraus. Ja. Du hast Angst? Ja. Ja, hab ich. Tja, das sollte er auch haben. Das Gefühl hat ihn nicht betrogen. So, jetzt geht's wieder nach oben und hier durch die Tür. Gasventil entdeckt. Ein Gasventil. Ich habe Conley wieder im Blick. Sie ist jetzt auf dem Oberdeck. Sie bereitet sich wohl auf ihren letzten Kampf vor. Typisch Extremist. Ihr Wahnsinn macht sie noch entschlossener. So, das heißt, jetzt sollte da irgendwo wieder was zu sein. Und da können wir nach oben. Wollte ich schon gerade sagen. So. Ach, da ist das Gas. Okay. Aber wir müssen hier lang. Aber einen Haufen Türen. So. Weil wir müssen ja irgendwie rüber. Und da
von da was runterlassen. Sagen, was man will, aber clever sind die. Versuchen Sie mal einen Weg auf die oberen Decks zu finden. Welche. Gehen einfach nicht genug, die Kollegen von mir. So, da haben wir wieder einen Schalter und da können wir dann wieder den Kran betätigen. Und so kommen wir langsam nach oben. Ihr seid doch Freunde des Feuers. Also, was beschwert ihr euch? So, jetzt sind wir gleich oben. Unbekanntes Netzwerk entdeckt. Sie verfolgen die richtige Spur. So, war da nicht noch irgendwo ein bisschen Material zum Mitnehmen? Naja, da werden wir wieder keinen Schlüssel haben, nein. Sehr schön, jetzt kommen wir zum spannenden Teil dieser Serie, dieses Conley, Filmes. Okay, Agent, es wird Zeit, die Sache zu beenden. So sehe ich das auch. Denn wir wollen ja noch Silvester feiern. Wir haben heute noch ein bisschen was vor, also. Lassen wir es laufen. Platzieren wir die Kanone. So. Das Einzige, was schon mal. Die Wissen versteht, ist, dass sie gerade noch eine Agent verliert.
So, den Feuerturm außer Kraft setzen. Können wir den irgendwie ausschalten? Da muss irgendwo eine Energiequelle sein. Wir könnten versuchen, sie zu zerstören. Wir und ich, wir sind uns die wenn man das genau betrachtet. Wie Division wollen wir Bedingungen schaffen, dass das Leben wieder gedeihen kann. Doch heute nicht so an, dass euch daran das Leben. Solange ihr lebt, sind wir uns im Weg. Na bitte, ganz einfach. Energiequelle ausgeschaltet, Turm lahmgelegt. Du hast nicht die geringste Ahnung, was du anrichtest. Was das für unsere Sache bedeutet. So, da geht's wieder hoch. Wenn ich das richtig interpretiere, heißt das, sie machen alles richtig. Also wenn hier einer was richtig macht, dann ja wohl nur ich, oder? Ihr hockt ja einfach nur auf dem Sofa. Ups. Gasventil entdeckt. Zeit zu improvisieren. Diese Ventile könnten nützlich sein. So. Sie haben sie aus ihrer Deckung gelockt. Jetzt schalten Sie sie aus. Ups. Könnte meinen, sie ist ein bisschen ungehalten. Oha. Da oben ist noch einer. Und ärgert mich. So, geht mir. Sind es nur noch ich und du? Ach nee. Kommt da hinten auch noch einer raus. Ups. Ja, geschafft. Rote Schildfertigkeit entdeckt. Gut, schnappen Sie sich alle Hinweise, die Sie finden. Lustige Irre. Ein bisschen viel für meinen Geschmack, aber ich verstehe, dass Ihnen das gefällt. Sie haben heute viel erreicht. Wir haben den Cleaners den Ölhahn abgedreht und Conley ausgeschaltet. Kina kann sie jetzt nicht mehr gegen die JTF einsetzen. Und wir sind ihm einen Schritt näher gekommen. Sehr gut, Agent. Rote Schildfertigkeit erhalten. Haftgranate Brand. Okay. Haben wir noch mehr zu mitnehmen? Da oben gibt es auch noch jede Menge Zeug. Abtrünniger Agent gestorben. Daten werden hochgeladen. Conley war unersetzlich für die Cleaners. Ohne sie dürften wir einen Rückgang ihrer Aktionen feststellen. Wir schicken ein Team zur Sicherung des Tankers. Conley hat von dort aus Operationen durchgeführt. Wir finden also sicher etwas Interessantes. Allein das Öl ist ein großer Gewinn für uns. Die JTF kann nächsten Winter damit unsere Generatoren betreiben.
Was Neues zur Suche, Faye? Viel Lärm um nichts und falsche Spuren. Kina hält seine Schergen an der kurzen Leine und lässt alle im Dunkeln. Er hütet seine Geheimnisse. Alle anderen Ziele machen aus eigenem Antrieb mit. Keiner scheint eine Ahnung von Kinas wahren Absichten zu haben. Fast bewundernswert, wenn man Kultanführer oder Serienmörder ist. Eintreffende Verstärkungsanforderung. Vivian Conley, ene mene mu und raus bist du. Xavier Kajika und James Dragoff, ihr zwei seid die Letzten auf meiner Liste, bevor wir uns dann Aaron Kina persönlich zuwenden werden. Sehr schön. Machen wir gleich auch noch einen Stufenaufstieg. Auch das gefällt mir. Hier sammeln wir noch ein bisschen ein. So, noch mehr Material. Nein. So, dann würde ich doch sagen, da bleibt mir ja eigentlich nur noch eines zu tun. Mich nämlich bei euch recht herzlich bedanken für euer Zusehen, für eure Geduld. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht. Wir werden uns jetzt langsam auf den Jahreswechsel vorbereiten, das neue Jahr willkommen heißen. Er hat schon sein kleines Feuerwerk hier gemacht, unser Ranger. Ich sage recht schönen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet, wie gesagt, ein bisschen Spaß. Das war Folge 5 in unserem kleinen Warlords of New York. Und wir sehen uns im neuen Jahr zu neuen Folgen. Ich, der Badenfarmer, sage recht schönen Dank. Tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.